Ich muss ja echt sagen, ich bin jetzt gerade gleichzeitig auf Instagram und auf Facebook live. Das ist jetzt wirklich gerade mal absolutes Multitasking. Ich warte noch, bis ein paar mehr Zuschauer da sind. Du bist die beste Unterhaltung, wenn man gerade auf Klo sitzt. Vielen Dank. Das ist ja unfassbar. Also, aber ich kann jetzt das schon mal ankündigen, was ich heute machen möchte. Ich habe eine ganz riesengroße Kiste voll mit altem Haar. Weil das Schlimme ist, ich bin wirklich eine Wegschmeißerin. Ich liebe wegzuschmeißen, aber ich schaffe es nicht, alte Perücken wegzuschmeißen, weil da sind so viele Erinnerungen dran und ich hebe die alle auf. Und da habe ich jetzt mal die Idee gehabt, dass ich einfach mal alle meine Perücken aufsetze und mal gucke, ob mir da auch Geschichten zu einfallen. Da sind wirklich schlimme Sachen mit dabei. Wir fangen mal an. Die hier habe ich ganz lange gehabt. Also die sind natürlich auch alle schon ein bisschen durch. Ja, weil das, deshalb habe ich sie auch dann ausrangiert und trage sie nicht mehr, weil die halt einfach schon alle mega abgefickt sind. So, passt mal auf, die habe ich ganz, ganz lange gehabt. Die habe ich auch geliebt. Die habe ich als Miss CSD damals 2014 sehr gerne getragen. Die ist auch immer noch süß, ist natürlich jetzt schon abgefickt. Die ist völlig zerstört von Haarspray. Die war aber mal toll. Ach, ich habe die echt geliebt, die Perücke. Ne? Vielleicht sollte ich mal wieder irgendwie so puderrosa Haar tragen. Das ist eigentlich süß. Naja, gut. Aber die fand ich toll. Muss ich mir mal wieder was kaufen und dann muss ich mir jemanden suchen, der Locken reintritt. Ich hab ja eine in dieser, in der Farbe, eine glatte. Die trage ich auch noch. Ich setze die jetzt mal wieder ab. Das war es auch jetzt schon wieder. Ich verkaufe auf keinen Fall Dutten. Nein, nein, das sind alles, die werde ich alle behalten und irgendwann werde ich mal ein Video damit machen. Weil die trage ich auch noch. Die trage ich auch noch, aber die sind halt so glatt und sehr relativ langweilig. Ja gut, sind jetzt auch ein bisschen. Aber die finde ich eigentlich auch schön. Da müsste halt nur mal irgendwie so eine Frisur rein. Weil die sind halt irgendwie so, ich sehe da mal aus wie so eine, weiß ich nicht. Ach, naja. Hi. Nee, aber die trage ich noch. Aber dann vielleicht die hier mal wieder mit Locken. Ich muss mal gucken, ob ich jemanden finde. Ach, guck mal, mein T-Shirt. Das habe ich mir vor 2 Jahren, glaube ich, auf H&M, bei H&M gekauft. Ist ganz süß, oder? Habe ich noch nie angehabt. So, weiter geht's. Ach Gott. Das ist, glaube ich, das war eine meiner ersten Kurzhaarperücken. Und die habe ich damals, als ich Attraktiv das Darmmagazin gemacht habe auf YouTube, habe ich die immer als Vorstandsvorsitzende der Parker Pharmaceutics getragen. Ja, also da muss man natürlich ein bisschen aufbürsten. Das ist halt auch so ein ganz, ganz frecher, ganz, ganz frecher Schnitt. Ne? Ja, so. Irgendwie so. Und schon sehe ich 30 Jahre älter aus. Süß. Mir steht alles. Ja, Christian, vielen Dank für dieses Kompliment. Aber lieber Thomas ZS auf Instagram, ich sage dir Folgendes. Attraktiv kommt wieder. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, aber ich stecke gerade mitten in den Planungen. Attraktiv das Star-Magazin wird wieder zurückkommen. Aber mehr sei noch nicht verraten. Erinnert ein bisschen an Margot Schlönske auch, die Perücke, das stimmt. Oh, süß. Aber. So, weiter geht's. Zack. Was haben wir jetzt? Es sind auch wirklich richtige Ungetüme hier mit dabei. Ich glaube, die habe ich mal... Also, oh Gott. Also, das war mal eine Perücke. Mal gucken. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr. Da sind halt auch Perücken mit bei. Die habe ich, glaube... Da sehe ich ein bisschen aus wie, kennt ihr bei der Heute-Show, wenn Martina Hill diese sächsische Mandy so und so macht, die immer so Wahlberichte macht. Die hat auch ungefähr so Haare. Boah, die stinkt auch, die Perücke. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wann ich diese Perücke getragen habe. Sie war auch bestimmt mal nicht so verfilzt. Da kann man auch nichts mehr aufbürsten. Also ich muss echt... War die eher so? Naja, doch, vielleicht habe ich die... Vielleicht war die eher so und dann ein bisschen süßer. Ich meine, auch von hinten sieht die halt auch süß aus.
Ich sehe aus wie Frau Geludewin. So, gucken wir mal weiter. Die war jetzt langweilig. So, dann hier das nächste wunderschöne Stück. Ach Gott, ich glaube, an die erinnere ich mich noch. Warte mal, ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, die habe ich. Das war eine, die habe ich mir mal irgendwann gekauft. Vor Jahren. Ich glaube, es ist die. Warte mal. Ja, warte mal. Da muss man auch ein bisschen kurz bürsten. Ich glaube, die habe ich... Nee, oder? Warte, was ist denn? Mal gucken. Warte mal. Doch. Die habe ich jahrelang getragen. Die habe ich jahrelang getragen. Da findet ihr auch noch tausende Videos im Internet von. Ich glaube, die habe ich auch bei Attraktiv das Darmmagazin, habe ich die, glaube ich, in der 7. Staffel als Moderatorin getragen. Müsst ihr mal gucken. Da war die halt noch ein bisschen hübscher und nicht so verfilzt. Aber irgendwie so, mit der Perücke sehe ich immer aus wie meine Mutter. Ja, ja. Mandy Hausten, vielen Dank, Volker. Mandy Hausten meinte ich vorhin. Ja, das ist halt eher so, das ist halt so ein bisschen eher so die, ja, die gesetzte 45-Jährige, die früher mal in der Parfümerie gearbeitet hat und jetzt reich geheiratet hat. So sehe ich aus. Süß. Fusselt auch wieder ab. So, weiter geht's. Was haben wir? Oh, ich habe immer, immer Haare im Gesicht. So, weiter geht's. Oh, immer noch, warte mal. Oh, hier hängt eins. So. Weiter geht's. Ah ja. Ach, die habe ich ganz lange getragen. Die habe ich sogar noch getragen. Ich glaube, 2014 habe ich die im Sommer gerne getragen. Das sind eigentlich, also es sind zwei unmögliche Perücken auch, ganz ehrlich. Die sind auch zwei. Die habe ich so übereinander gesteckt und es war so eine freche, flotte Kurzhaarperücke. Im Nachhinein muss ich sagen, ist... Naja. Die habe ich wirklich gerne und lange getragen. Warte mal, ich arbeite euch die mal ein bisschen auf. Dann erkennt ihr die bestimmt auch wieder. Es gibt ein Video von mir, das heißt, glaube ich, warum gibt es keinen Gott oder irgendwie sowas auf YouTube. Da erzähle ich, dass es keinen Gott geben kann, weil sonst hätte er den Heuschnupfen nicht erfunden, gäbe es ihn irgendwie sowas. Da trage ich diese Perücke. Ich meine, die Farbe kann ich tragen. Aber, na gut, wenn man es so ein bisschen so macht. Jens Vogel, toter Hund. Reisehaar mit, ja, hier, Magda Scanyon Monkey. Das ist das Reisehaar, genau. Das habe ich auch immer wahnsinnig gerne mitgenommen, wenn ich irgendwo außerhalb von Berlin gebucht war. Und dann, das war das Reisehaar. Weil das konnte man einfach wunderbar immer in den Koffer, in so eine Tasche stecken, der... Ist nichts kaputt gegangen, da ist kein Volumen flöten gegangen. Das war das Reisehaar. Ja, stinkt auch ein bisschen. So, ich nehme es wieder ab. Hingekackt und hingeschissen. Vielen Dank. So, weiter geht's. So, jetzt kommt ein... Ach, wisst ihr was? Guckt mal hier, da habe ich früher selber gebastelt. Das war eine Langhaarperücke, die habe ich aufgemufft. Habe ich schon wieder irgendwo ein Haar... Die habe ich aufgemufft. Das war die Perücke auch von der Vorstandsvorsitzenden von der Parker Pharmaceutics. Passt mal auf. Und die habe ich nämlich zusammengetragen. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar mal, passt mal auf. Ich zeige euch das nochmal. Also hier, das ist die von vorhin. Die habe ich früher nämlich immer erst alleine getragen. Und dann habe ich irgendwann die hier noch immer drüber gesetzt. So ungefähr. Also ist jetzt natürlich nicht so hübsch. Sowieso nicht so hübsch. Und dann habe ich das immer hier so ein bisschen so gemacht. Und dann war das nämlich die Vorstandsvorsitzende. So, ja. Ach ja. Ach, süß. Wie eine echte. Genau, und bei dem Schulbesuch auf YouTube, genau, da habe ich auch diese Perücke auf. Du hast vollkommen recht, lieber Ingo. Da bin ich mal, wer es sich angucken möchte, ich glaube, das ist Staffel 4 von Attraktiv oder Staffel 5, da bin ich irgendwann mal, bin ich im Fummel zu meiner alten Grundschule gefahren, in Britz, in Neukölln, und bin da auf den Schulhof gegangen mit, und hab da die, und hab da,
die Schüler überrascht und bin sogar noch ins Lehrerzimmer gegangen, weil ich mit dem Direktor sprechen wollte, weil ich nämlich meine Zeugnispappe mitgenommen habe und ich war nämlich nicht zufrieden mit meinem Abschluss in internationaler Fachologie. Ist ja klar. Und der Direktor der Schule hatte aber leider keine Zeit für mich. Schade eigentlich. So, Nide, schöne Erinnerungen, da freue ich mich total. So, ich setze jetzt aber wieder ab. Ach, die sollte eigentlich in den Schaukasten. Also irgendwann baue ich mir mal mein eigenes Museum für meine Perücken. So, geht wieder weg. Weiter geht's. Oh, ein ganz gutes Stück. Also das ist noch, ich hieß ja früher mal Gina Tonic, wer sich noch erinnert. Und damals war ich auch wahnsinnig hässlich. Und hab gedacht, ich bin einfach auch eine praktische Transe und kleb keine Wimpern und zieh am besten auch keinen Rock an und am liebsten auch irgendwie nichts Unbequemes. Hab da eigentlich immer nur dieselbe schwarze Hose getragen und so ein Rollkragenoberteil und dieselben Ketten dazu und auch immer die gleichen Haare. Und hab wahnsinnig viel gesoffen. So. Und zu der Zeit habe ich mir auch diese Perücke hier gekauft. Die habe ich aber, glaube ich, nie getragen, weil die irgendwie im Internet... Weil die im Internet irgendwie halt auch ein bisschen anders aussah. Und ich habe mir gedacht, irgendwie so eine flotte Kurzhaarperücke, die so ein bisschen pfiffig so nach Kreuzberg, Neukölln aussieht, kann ich tragen. Ja, weiß man halt nicht so genau. Habe ich auch noch nie. Also, so, was sagt ihr denn? Blanche Devereaux Realness. Ja, weiß ich nicht, ob das Blanche Devereaux ist. Die magere Tine Wittler, auch süß, ja. Helga Hannemann, ja, auch. Ich sehe aus wie eine Biolehrerin, stimmt auch. Ja, wenn man die jetzt so ein bisschen, guck mal hier, so ein bisschen frech nach vorne. Da kann man das schon machen. Dann können wir ja vielleicht auch noch, wartet mal, wenn man dann da so einen süßen Haarreifen drauf gibt. Wo habe ich denn meine Haarreifen? Kleinen Moment. Finde ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Ihr könnt euch das vielleicht auch mit dem Haarreifen vorstellen. Jedenfalls ganz, ganz süß. Ich werde sie wahrscheinlich auch nie mehr tragen. Super frech, flott. Claudia Roth ist auch ein schöner Vorschlag. Claudia Roth. Nee. Gut, weiter geht's. So, was haben wir jetzt hier? Pass mal auf. Das ist... Ach, die habe ich, glaube ich, auch oft getragen. Aber das war, glaube ich, auch eine Perücke, die ich immer... Das war so eine Unterziehperücke. Und darüber habe ich noch eine andere getragen. Das ist auch... süß. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich muss die erstmal kurz bürsten. Ich glaube, das war so eine... Ich setze so eine Perücke drunter auf eine andere Perücke. Muss ich natürlich jetzt die andere finden, die ich da drüber gesetzt habe. Gut, wenn ich sie nachher finde, dann zeige ich euch das mal. Ja, genau so war das. Genau. Ist halt auch, ich finde halt auch von hier ist süß. Also weil das ist halt auch Volumen. Kann man das sehen? Also wenn man Hinterkopf braucht, dann bitte mit dieser Perücke. Süß. Ach, aber hier, wie das hier vorne fällt, das ist schon ein bisschen neckisch auch wieder. So, Volumen wie Heidi Klum, schreibt Frühmedia. Das ist die Heidi-Perücke. Nee, ist keine Heidi-Perücke. So, mal gucken. Aber wir machen mal weiter. So, die hier kann ich nicht aufsetzen. So, passt mal auf, ihr wundert euch jetzt, was das ist. Und zwar, ich habe mal in einem Kinofilm mitgespielt. Der Royal Fatal hieß der. Feierte letztes Jahr im Dezember auch Premiere. Da habe ich so eine Menschenfresserkönigin gespielt. Und die Perücke, die war eigentlich, also das war, die war nicht so. Das ist hier so ein Untersetzteil und eigentlich, das war eine Hochsteckfrisur und die ganzen Haare waren halt hier sozusagen hier so hochgesteckt um dieses Ding drum und dann war das halt so eine ganz strenge Hochsteckfrisur, irgendwie so war die, ja. Aber ich finde halt, das ist halt auch süß, ne? Den Film, ob man den Film mal sehen kann, den kann man
hoffentlich irgendwann mal sehen. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Film ist, wo der mal läuft. Der sollte auch auf Festivals angemeldet werden, weil ihr wisst ja, wie es immer so ist. Es wird immer viel erzählt und dann ist nichts. Aber ist auch egal. So, also, ne, das sieht aus, als ob ich so ein kleines süßes Hütchen trage. Da kann ich noch eine draufsetzen, das stimmt. Warte mal, dann kann ich doch vielleicht jetzt die hier draufsetzen. Da, wo ich nicht weiß, wo die hingehört. Warte mal. Warte mal. No. Ja, guck mal an. Da wird jetzt so wird ein Schuh draus. Ne, warum nicht? Ja, ich meine Güte. Also muss man halt da mal richtig stylen. Ja, aber süß ist es schon. Guckt euch das mal an. Das, ja, das ist jetzt auch ein Hinterkopf. Ne? Gut, weiter geht's. Oh Gott. So, jetzt hier, passt auf. Das ist so eine wunderschöne, ich sag mal, so eine Faschingsperücke von Deko Behrend. Deko Behrend hier in Berlin, das ist ein Deko-Festartikelladen, den jeder Transvestit kennen sollte, weil dort gibt es, also ich sag immer, jetzt passt auf, ich sag immer, wenn man zum Beispiel, man geht hin und sagt, ich hätte gerne eine Handtasche in Pudelform, dann sagen die nicht, nee, haben wir nicht, die sagen, ja, da haben wir zwei Modelle, ich bin gleich wieder da, das ist Deko Behrend. So, und da ist diese Perücke her. Ich weiß nicht mehr so genau, warum ich mir die, ich weiß gar nicht, woher ich die habe. So, passt auf. Und das war eine Zeit, ich glaube, das war 2012 oder 2013, da gab es noch nicht Perücken mit so Ansatz. Weil mittlerweile, ich meine, jede dahergelaufene Transe hat ja eine Perücke mit einem Ansatz. Das sieht ja auch toll aus. Das gab es früher noch nicht. Das kam dann erst 2014, 2015, 2016. Und dann habe ich von meiner guten Freundin Stella Destroy, die hatte irgendwann mal so eine Perücke mit Ansatz. Und ich gesagt, woher hast denn die? Und meinte, sie hat sie selber gemacht. Und zwar gibt es nämlich so Grafikerstifte, die heißen Copics-Stifte. Und damit hat die ihren Ansatz bemalt. Also, und ich hatte noch so Stifte zu Hause, weil ich ja früher mal Grafiker war. Und dann habe ich mir diesen Ansatz selber gemalt. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Das sieht eigentlich total gut aus. Die Perücke ist halt nur scheiße. Was willst du machen, ne? So, Vorschläge, wie ich jetzt aussehe, hat was von Barbara Salisch, nur in Grill. Ja, das stimmt eigentlich. Vielleicht noch was, ich finde es auch ein bisschen Mireille Mathieu in Rot. Die ist nicht so cool, die andere war besser. Die Perücken, die ich hier aufziehe, sind alle nicht cool. Darum geht's doch gerade. Ach, Laila Lisches ist da. Liebe Laila, du als Fachfrau. Laila Lisches ist eine fantastische Perücken-Customizerin aus Köln. Eine ganz, ganz tolle Travestiekünstlerin auch. Nicht alle, aber viele Perücken, die ich trage, sind von Laila und ich liebe Lailas Perücken. So, aber die nehmen wir gleich mal wieder ab. Nein, keine neuen Dutten, Laila. Das sind alles, ich habe eine Kiste, liebe Laila, mit ganz vielen alten Dutten. Ich hebe die nämlich alle auf. So, jetzt passt auf. Ich weiß halt nicht so genau. Ich glaube, die ist noch aus meiner Zeit, bevor ich Transe geworden bin. Das ist ja so eine ganz klassische Clowns-Perücke. Aber ich finde, da kann man tragen. Das sieht aus wie so eine saure Dauerwelle von so einer Nachbarin, die jeder mal zu Hause hatte. Zu Hause zu wohnen hat. Ist süß. Ich bin auch von der Seite, ist wahnsinnig süß gestaltet. Alle, die so alt sind wie ich, also stramm auf die 40 zugehen, die kennen vielleicht noch Verbotene Liebe. Und damals, in den 90er Jahren, gab es einen Charakter bei Verbotene Liebe, das war Iris. Iris, die hieß Iris Brandner, glaube ich. Und Iris Brandner hatte genau so eine Frisur, halt nur nicht in Rot, sondern halt in Braun. Süß. Süß, ist auch wie eine Duschkappe, ja, das stimmt. So, weiter geht's. Was haben wir denn jetzt hier noch? So, pass mal auf. Ach Gott, ja, also die Frisur, die habe ich ja noch zuletzt dieses Jahr beim Dschungelgucken immer getragen. Das war aber auch das letzte Mal, dass ich sie getragen habe. Die habe ich geliebt. Hatte ich auch letztes Jahr zum CSD auf. Ja gut, die ist halt jetzt, also normalerweise war das halt eine, ich habe die auch so zur Seite gesteckt. Die habe ich wirklich jahrelang getragen.
Na gut, jahrelang nicht. Aber ach, hier sind meine ganzen Haarklammern. Siehst du mal? Gut, dass ich die nochmal aufsetze. Die sah mal schöner aus, die Perücke. Aber die habe ich geliebt. Ja, ist halt jetzt auch durch, ne? Meine Güte. Also die ist, eigentlich ist die anders. Aber ich finde, die Farbe steht mir total gut. Ich liebe dieses, das ist ja so ein bisschen honigblond. Eigentlich ist die anders. Und die habe ich wirklich zu jeder Gelegenheit getragen. Also immer dann, wenn ich keinen Bock auf lange Haare hatte, weil das immer alles in der Fresse hängt und mich nervt, habe ich diese Perücke getragen. Ist von, ich glaube, wakesfashion.com. Laila, die soll ich dir schicken? Nee, schick dir die nicht. So, weiter geht's. Oh. So, pass mal auf. Das ist jetzt, die habe ich neulich schon beim Aufräumen gefunden. Ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt eine Perücke ist. Ich vermute es aber. Jetzt frage ich mich wirklich allen Ernstes, wann ich die getragen habe. Aber ich muss die lange getragen. Ach, die ist ja auch schon kaputt gerissen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Perücke ist. Aber so verfilzt und so durch wie die ist, muss ich die ganz oft getragen haben. Ich weiß aber gar nicht so genau. Was ist denn das? Und ich habe auch dann schon mal recherchiert. Ich finde auch keine Fotos mit dieser Perücke. Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, sieht schon fast echt aus. Beängstigend echt. Ich meine, wäre das jetzt einfach, wenn es richtig, richtige, gute Locken und wäre ein bisschen mehr Volumen und wäre das nicht so verfilzt, wäre das eigentlich eine süße Frisur. So ein bisschen frech hier so hoch und zack, zack, zack. Aber Vera Titanic, schreibt Fixie Fate. Ja, das stimmt. Endlich sehe ich so beschissen aus wie Vera Titanic. Da freue ich mich schon. Das ist auch ein Modell für die Kurfürstenstraße. Klausi ist da. Danke, Klausi. In Bayer Kurfürstenstraße, sogar die Nutten in der Kurfürstenstraße haben schönere Haare. Na gut. Es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wo ich diese... Klausi, hast du eine Idee, wann ich die getragen habe? So, weiter geht's. Gehört die vielleicht zu einer anderen, die zusammen die vom Tempelhof ergeben? Sag mal, ihr kennt euch ja wirklich alle aus. Nee, die von Tempelhof ist eine andere Perücke, zeige ich euch gleich. So, weiter geht's. Also wirklich. Mal gucken, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ach ja Gott, also das weiß ich auch nicht, wo ich die her habe. Die habe ich hier und da mal getragen irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr so genau, das ist auch furchtbar. Das ist halt auch so eine Art, das ist auch so eine ganz schlimme Faschingsperücke irgendwie. Und dann habe ich auch dann immer damals gedacht, wenn man die halt so mit so einer Bürste so auftopiert, dann sieht das gleich total freaky und funky aus. Und ist natürlich nicht der Fall. Diese Haare sind auch eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Sind auch nicht, sind natürlich auch in dieser Kiste gelandet. Aber ich sag's nochmal, dieses Champagner-Rosé kann ich tragen. Ja? So. Gucken wir mal. Ah ja, okay. Hier ist wieder was. Kann man das sehen? Kann die Kamera das einfangen? Das ist hier süß. Hier habe ich... ach, ich weiß, wann ich die getragen habe. Das ist eine... Das ist, glaube ich, meine Beachwaves-Perücke. Ja, passt auf. Ich habe gerade ein Haar in der Wimper. Aua. Und zwar meine Beachwaves-Perücke. Die habe ich mir, glaube ich, 2014 bestellt. Die hatte ich auch im Salon Nonsens. 2014 hat mir Barbara ja Beachwaves gemacht. Und das ist meine Beachwaves-Perücke. Die habe ich... Also Klausi hat immer damals schon gesagt, aber du trägst heute nicht schon wieder die Beachwaves-Perücke. Die will ich aber gerne tragen, die war dir so ein Pony und dann hier so lang. Im Nachhinein muss ich sagen, auch die sah richtig beschissen aus. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und dann irgendwann war die halt aber auch extrem durch. Und dann habe ich die aber, guck mal, hier kann man noch ein bisschen die Beachwaves erkennen. Und dann habe ich die aber,
habe ich die mal getragen, jetzt nochmal zum Schluss. Süß. Und zwar bei Edith Schröders Kiez Disco, das ist die Party im Schwutz von meinem tollen Kollegen Ades Sabel. Und da bin ich so als so, ich würde sagen, Gropius statt Prollschlampe gegangen im Jogginganzug. Und ich finde, dafür geht die halt auch noch wunderbar. Ja. Carola, genau da, wo der Bombenalarm war. Im Salon Nonsens. Bombenalarm, Beachwaves. Ich treffe übrigens nächste Woche Barbara Vogue und wir planen endlich neue Ausgaben vom Salon Nonsens, weil, wie ich schon erwähnte, Attraktiv das Star-Magazin wird zurückkommen. Und zwar im September. Ich freue mich extrem. Und natürlich darf Barbara Vogue nicht fehlen. Und wir haben schon tolle, tolle Ideen. Seid gespannt. 80er Jahre, Uschi? Ja, das stimmt. So, aber wir sind auch fast fertig. Sind das schon Zimmer? Ich dachte, es sind mehr. Es geht noch weiter. So, passt mal auf. Ach hier, die habe ich auch für den Salon Nonsens getragen. Das war mal, ich weiß nicht, wer es vorhin gerade gesagt hat, ich habe ja mal für Attraktiv eine Reportage gedreht, wo ich auf dem Flughafen Tempelhof war. Und da habe ich neu onduliertes Haar gehabt, das mir immer so ins Gesicht geweht ist. Und das ist diese Perücke, die ist jetzt natürlich, mittlerweile ist die halt auch durch und da sind gar nicht mehr so Locken drinne. Und dann habe ich die auch ausrangiert und dann habe ich aber die getragen, auch für den Salon Nonsens und ich glaube auch fürs Dschungelgucken, eine Saison mal, auch 2014 Salon Nonsens, als Barbara und ich Flashbacks haben in unsere Kindheit, das war auch die Bombendrohungsfolge, und da habe ich das als die junge Version von Jurassica getragen. Süß. Tim Berlingen, ich bin auf dem Straßenfest, auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest, bin ich morgen und übermorgen, aber nur privat. Und ich möchte nicht angesprochen werden, ist das klar? Weil ich möchte Bier trinken. So, süß. Ach ja, und das jetzt kommt schon die letzte Perücke. Ich dachte, ich habe viel mehr. Also meine aktuellen Perücken, ja, ich mache danach noch meine aktuellen Perücken, da sind wir aber durch. Jetzt kommt noch die letzte Perücke aus meiner Kiste. Und diese Perücke ist auch ein Relikt von Attraktiv das Star-Magazin. Was hier ist, ja echt Erinnerungen drin. Und zwar ist das die Perücke von der Hausfrau und Mutter. Einer der Charaktere von Attraktiv. Süß. Das sieht auch immer aus wie eine echte, finde ich. Da sehe ich aus wie so eine flotte End-40-Jährige, die es nochmal wissen will. Vielleicht gerade frisch geschieden, hat sich jetzt so einen flotten neuen Kurzhaarschnitt gemacht. Was Einfaches, was Pflegeleichtes, was aber auch flott und pfiffig aussieht. Und dann geht es ja abends auf so eine Single-Party irgendwo hier in Tempelhof. In so eine heterosexuelle Disco. Oder eine fesche Sportlehrerin, eine lesbische fesche Sportlehrerin. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Sieht aus wie eine schlimme Version von Claudia Roth. Sebastian Böhm, ja, auch das. Claudia Roth haben wir jetzt schon das zweite Mal heute mit dabei. Was ist denn los? Ich meine, habe ich so viel Ähnlichkeit mit Claudia Roth? Naja, gut, egal. Oder wie eine Ulrike. Veganerin, Öko... Moderatorin Marietta Slomka, das stimmt. Und ich bin ja großer Marietta Slomka-Fan. Ich gucke ja sowieso eigentlich, wenn nach Möglichkeit, jeden Abend Heute-Journal, weil ich das Heute-Journal liebe. Und ich liebe auch Marietta Slomka und das ist wirklich eine Marietta Slomka-Perücke. Das ist ja toll. Dann sollte ich die wieder reanimieren, weil ich habe ja vor, eine News-Rubrik in meinem Magazin zu machen. Vielleicht trage ich die dann wieder. Mal gucken, das ist wirklich so eine Marietta Slomka-Perücke. Ja, Volumen ist auch was anderes. Ich wasche die einfach mal durch und dann gucken wir mal. So, ihr süßen Mäuse, das war's schon. Das war's schon mit meinen Perücken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dieses Live-Video danach nochmal teilen und sagen, wie lustig die Jurassica auch war und so. Ne? Und wir sehen uns auf jeden Fall beim CSD. Da lege ich auf dem Wagen der Deutschen AIDS-Hilfe zusammen mit meiner Tittenschwester Destiny Drusher. Und am kommenden Freitag bin ich davor dann noch in den Galerie Lafayette und moderiere dort den Eingang und schreie die Leute an. Da freue ich mich sehr. Bei der Peep Shopping Night von 20 bis 24 Uhr. Ansonsten gehabt euch wohl, bleibt mir treu und denkt immer daran, Hass ist keine Meinung. Bye!
Sharing is caring.